So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raider Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche und den Schocker der Woche für euch vorbereitet. Und heute Abend ist auch die zweite und damit letzte Lugia Raid-Stunde. 18 bis 19 Uhr wieder Lugia an jeder Arena, an fast jeder Arena, wenn ihr überhaupt eine Arena habt. Nutzt die Telegram-Raid-Gruppe, wenn ihr noch Leute braucht. Wenn ihr mit mir befreundet seid, dann ladet mich heute Abend ein zur Raid Mania, die ich immer daraus mache. Sammelt wieder Raid Mania Punkte. Ich werde mal gucken, ob ich noch einen 100er bekomme. Habe ja schon zwei. Oder ob ich noch einen Shiny bekomme und werde wieder Speed Raids machen, Levelaufstiege, alles Mögliche. Und ich habe auch heute extra ein Video gemacht über Poké Raid. Mein zweites Video über die App Poké Raid, was dann morgen kommt, in Vorbereitung auf Selfe, Turbos und Vesprit, dass ihr da auch Hilfe bekommt, dass ihr die auch raiden könnt, unabhängig von uns. Wir sind aber trotzdem für euch da. Dieses Wochenende mit Lugia Raids für Zuschauern zum Abschluss nochmal und dann ab nächstes Wochenende mit Selfe und Turbots, ja. Jetzt aber die Highlights der Woche und viel Spaß. Angefangen hat die Woche hier beim Max, der hat ein Shiny Praktibulk gebrütet, auf jeden Fall sehr cool. Praktibulk bzw. Meistergrief, immer noch richtig heftiges Pokémon. Dark Dwayne Johnson, was mein Pokéball Plus alles Schönes fängt. Hier ein Shiny Glibungel, Shiny Bidize hinterher, K-Joker hier auch mit einem Shiny Smogon. Lennart, der zeigt uns immer seine wilden Fänge von wilden, großen, ausgewachsenen Pokémon, hat hier ein Gengar, was gar nicht so groß ist, mit 38 WP, ein kleines, süßes Baby-Gengar. Dann bin ich mit Skyfall wieder mal aufgestiegen zu Glücksfreunden. Auch die Nacht habe ich wieder einen Glücksfreund bekommen, habe ich gesehen. Polu hat hier einen Shiny Knofensa. Oh mein Gott, so lange hat es gedauert, jetzt habe ich es endlich, ne, aus... Jetzt wollte ich sagen, aus Thüringen, oh mein Gott, aber ja, ist ja Polu, jetzt habe ich da kurz... Und dann hat er hier noch ein Shiny Raupi gefangen, die Woche ist wirklich nice. Dann bin ich aufgestiegen mit Molly zu Glücksfreunden. K-Joker hat ein 100% Lugia bekommen aus den Raids für Zuschauern, wenn mich nicht alles täuscht. K-Joker, was hier auf Arbeit wild rumhockt, ein wildes Psyaner. Früher undenkbar, mittlerweile... Gibt es so krasse Event-Spawns und diese Jahreszeiten, ihr werdet noch sehen, ich sag nur Letter King und so, was da alles rumsitzt, mit was für WP, Psyana auf jeden Fall auch ein cooles Pokémon, einfach mal so wild zu fangen. Gab es ja auch bei Hubers Ankunft, bei diesem besonderen Rauchtag, sind da auch ein paar mir ins Netz gegangen. Seht Ritzwan, die Ritze hat wieder zugeschlagen, mit noch einem Shiny Lugia gegönnt. Kenny, schon wieder eins, beim Tauschen wieder mal 100% Glücks-Pokémon mitgenommen, diesmal mit Flampion. Jojo zeigt uns Wolverine, ist auch nur zwei Batman, die sich küssen, ja, mehr ist das nicht. Das hat keiner bemerkt, ne, das ist richtig genial. Black Scarwolf auf dem kleinen Account im Feldforschungsdurchbruch. Momentan könnt ihr ja Ditto im Feldforschungsdurchbruch bekommen, viermal oder so. Und das kann natürlich auch Shiny sein, weil es ja in der Wildnis jetzt auch Shiny sein kann. Aber wenn ihr ein Shiny-Pokémon seht, was zu einem Ditto werden könnte, kann das nicht zu einem Shiny-Ditto werden und auch nicht zu einem Ditto. Nur Nicht-Shiny-Pokémon können sich verwandeln. Das wurde damals von meinem MMO leider falsch rausgehauen. Also wenn ihr jetzt Nebulak seht, kann das zu einem Ditto werden oder zu einem Shiny Ditto. Ein Shiny Nebula kann beim Fang aber nicht zu einem Ditto werden. Das ist jetzt die richtige Antwort auf die Frage, die nie gestellt wurde. Kokowai for free, gerade aus der Feldforschung, hier auch noch ein Shiny Enthorn bekommen. K-Choga mit einem Shiny Spoink zeigt uns noch ein Nidoking, was hier wild rumhockt. Was hier rumhockt, wild oder so rum, wie auch immer. Nidoking, die Queen haben wir später dann auch noch. Tobi auch im ersten Feldforschungsdurchbruch ein blaues, so wie mein Hemd, aussehendes Ditto mitgenommen. Der Brian mit einem Giflor, habe ich glaube ich auch noch nie wild die Endentwicklung bekommen. Hannes zeigt uns den Schocker der Woche, nein nicht ganz, aber hat hier einfach ein 100% Shiny Lugia mitgenommen. Also Hannes auch richtig Glück, manchmal richtig coole Sache, gönne ich ihm von ganzem Herzen. Das habe ich gerade aus dem Raid bekommen, wo du auch drin warst, genau, guckt euch das an. Das sieht doch cool aus, das würde ich direkt gleich hochziehen. Bockwurst King, auch hier Shiny Zickzacks noch mitgenommen, Shiny Nidoran mitgenommen. Brian zeigt uns sein wildes Letterking, was leider geflüchtet ist, mit über 3000 WP wild. Auch hier beim Aluhut
Sowas steht bei mir rum. Sag mal, hat er sich jetzt... Ah, das ist ein kleiner Account, Alu Junior 01. Auch hier ein wildes, na, wie heißt's? Genau, ein Drache. Seht ihr nachher noch in Aktion? K-Joker zeigt uns Chewbacca, also ein Relaxo, aber als Chewbacca-mäßig. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ich glaube, das muss ich als Thumbnail nehmen. Diese Farbe einmalig und mit dieser Rüstung, also mit dieser Verkleidung dazu, bringt das in Pokémon Go. Hört auf, dieses blöde Regen-Pikachu reinbringen zu wollen, bringt dieses Chewbacca-Relaxo. Dann, Gossi zeigt mir wieder mal so ein süßes Lugia. Ramses hat ein Lugia gefangen. Sieht nicht aus wie ein Lugia, war kein Lugia. Aber wenn es da steht, dann wird es wohl so gewesen sein. Gangster Pikachu, hier auch Garados mitgenommen, mit gelber Beere gleich gefangen. Richtig gute Sache, ich hoffe es ist drin geblieben und nicht wieder abgehauen. Gangster Pikachu auch hier Shiny Ditto mitgenommen. K-Joker nochmal Shiny Zickzacks. Henry Nicky hat sein 6. Linfu aus der GBL bekommen. Ich habe gestern auch mal wieder ein bisschen GBL gespielt mit dem Team, was ich im Video gezeigt hatte letztens. Hab alles verloren, 5-mal, zack, alles tot. Wie das Bild letzte Woche. Dann habe ich ein Pokémon aus meinem Team ausgetauscht. Schon habe ich 5-mal gewonnen. Also so einfach ist das. Werde ich vielleicht zum Wochenende mal schauen, dass ich da wieder eine Folge GBL raushauen kann. Noch in der Superliga, jetzt eben mit dem neuen Team. Dann K-Joker noch 100er Kleinstein mitgenommen. 100er Pandir beim Burghardt. Ebenso wie Shiny Krypto Sneeble plus Glücks 100er Habitak, ne? Sieht auch gut aus, aus Oldenburg. Burghardt mit dem Imbergator. Nummer 1 und Nummer 2 auch noch gleich hinterher. Hätte ich nur eins genommen, hätte ich das genommen, weil da der Himmel so schön aussieht. Hier das total unspektakulär. Hier richtig genial. Burghardt hat jetzt also auch die Queen. Die kann sich jetzt also zum K-Joker, zum King dazugesellen. Koselinchen hier, 100% Habitak. Shiny Ditto. 100% Kabuto, Shiny Lugia, Sören, wildes Bruder Lander. Jetzt haben wir auch den Namen, den wir vorhin so gesucht haben, mit 2398. Für die Hyperliga? Kann das was? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht. Mach mal also schnell wieder weg. Sören, Shiny, aber den Unterschied erkennt man kaum. Ist leider so, trotzdem, wenn ihr schillernd eingebt, erscheint das und darauf kommt es an. Ne? Dennis Weigel, nett, hier 100% Macholo auch noch mitgenommen. Sieht aus wie... aus einer Feldforschung, weil das sieht aus wie Level 15, wenn mich nicht alles täuscht. Nice, Shiny Spoing auch noch beim Dennis mitgenommen. Lost Lift beschwert sich hier. Warum müssen bei mir immer Nester sein von total unnötigen Pokémon? Hab jetzt 5 von den Dingern. Shiny Libiscus, meiner Meinung nach trotzdem ist Shiny Libiscus eher ein seltenes Shiny, denn Libiscus spawnt einfach so gut wie nie. Wenn dann vielleicht mal zum Valentinstag einmal im Jahr eine Woche oder so, aber ansonsten findest du Libiscus kaum, dann hat er dann Nest. Ich habe noch nie ein Libiscus-Nest gesehen. Ich habe ein einziges Shiny Libiscus und das habe ich getauscht bekommen. Er hat 5. Bin ich neidisch, muss ich sagen. Hätte ich auch gern. Gott, nach fast 2000 Checks endlich das zweite Shiny davon. Könnte noch dauern mit dem Set, ne? Also das zweite Shiny Waume beim Lost Lift, aber kurz danach das dritte. Ich glaube, die kommen nur auf dem Heimweg von der Schule. Aluhut mit dem Schocker der Woche. Nein, nicht ganz. Denn der Schocker der Woche muss ja was Einmaliges sein. Und das ist nicht das einzige hundertprozentige Huppa, was wir in dieser Sendung haben. Ich sag trotzdem Hoppa, klingt einfach lustig. Hoppa! Und weiter geht's auch. Einmalige Chance, dann ein Hoppa, 100%. Finde ich richtig krass. Wie gut war eures? Schreibt's nochmal rein. Hier Aluhut auch mit einem Shiny Ditto. Selal, der hat mir 90 Bilder geschickt, ja? Und 10 davon hatten nur was mit Pokémon zu tun. Hier Shiny Lugia. Dann sehen wir hier, lass mal so stehen, ne? Lass mal das sehen. Dann haben wir hier Riolu, Shiny. Dann ein Fall für die Pokémon-Polizei. Hat da jemand ein Fake-T-Shirt an, weil er sich nicht anschnallen will? Das fand ich auch richtig genial. Samuel L. Jackson und Samuel R. Jackson. Links und rechts. Deswegen ist das dann seitenverkehrt. Ach, das ist egal. Wenn du beim Bewerbungsgespräch lügst und den Job bekommst, wollte ich auch mit reinpacken, fand ich auch irgendwie voll lustig, wie die Katze zwischen den Pinguinen. Die gehört gar nicht dazu, hat sich da reingeschmuggelt, ist gar nicht aufgefallen. Celal hier 100% Lavita. Oder ist das Level 15? Dann war das andere Level 20. Dann ist das vielleicht Feldforschung und das andere war ein Ei.
Ich bin gespannt, wenn deine Katze herausfindet, dass du beim Kacken bist und dabei die Tür zugemacht hast. Gehen eure Haustiere auch immer mit euch aufs Klo? Oder lasst ihr die Tür auf, lasst ihr die Tür zu? Oder lasst ihr die Tür auf, dass sie rausrennen, weil die das nicht wollen? Also Adi ist eigentlich auch immer am Start. Wenn ich da auf der Schüssel sitze, sitzt er eigentlich immer auch mit dabei. Selalia 100%, Girafarik noch mitgenommen. Selal mit dem Shiny Owei, Shiny Pfiffchen. Bei uns im Ort muss demnächst ein riesiger Zirkus gastieren. So viele Plakate mit Clowns habe ich noch nie gesehen. Das fand ich auch so genial. Die Bundestagswahlen stehen ins Haus. Sonst wie ist in letzter Zeit ein Thema gewesen. Im Stream Thema gewesen, kurz Bubble Dash Thema gewesen. Hab jetzt den Wahl-O-Mat mal gemacht, weil ihr gesagt habt, mach das mal. Wir wollen mal gucken, was bei dir rauskommt. Das Wahl-O-Mat-Video kommt morgen um 10. Und das finde ich so passend. Dazu noch nie so viele Clowns gesehen. Überall Schilder von Clowns. Also nehmt's mit Humor. Selal auch hier Shiny Griffel noch mitgenommen. Und dann auch eine Gottesanbeterin, guckt mal, ist sie nicht süß? Und ihr wisst ja, dass das Weibchen das Männchen danach meistens tötet oder den Kopf abbeißt und deswegen, ich glaube, ich trinke noch eins. Meine Frau beißt mir sowieso später den Kopf ab, also gönn dir, finde ich richtig genial, der kleine Mentis. Dann Schäfe24.de, ne? Vulpix, Shiny, Alola, Waumpel, Shiny, Mazofix, 100%, Raider Mittwoch, 100% Schocker der Woche, aber eben nicht, denn haben wir leider schon gehabt in der Sendung. Wäre nur das da, wäre das der Schocker der Woche. Vielleicht was für die Highlights, war leider nur auf meinem kleinen Account, Grüße Mazofix, egal. Ich habe bei meinen ganzen 17 anderen Accounts gar nichts abgeholt. Weil ich will sowas nicht sehen, das bringt mir nichts. Ich habe mein Großes und das reicht. Sarina hier hat wieder eine ganze Sammlung geschickt. Shiny Zubiris, Shiny Ditto, Shiny Habidak, Shiny Teddy Ursa, Shiny Dusselgur. Bis auf Ditto und den Teddy endlich wieder neue Shinies für die Sammlung. Aber ich finde trotzdem, dass Ditto noch am meisten Wert hat, beziehungsweise noch mit am seltensten ist und einfach mit am coolsten ist. Ne? Dusselgur ist, glaube ich, das, ja, häufigste, sage ich jetzt einfach mal. Dann Paul Gottschling, Grüße gehen raus, guckt euch das an. 100% Lugia geflüchtet. Das ist der Schocker der Woche. 5 Minuten am Fang und dann weg damit. Kann ja mal passieren, ist schwer zu fangen, man kann den Fangtrick nicht anwenden. Also, ich glaube Schilling hat gestern auch ein Video hochgeladen. 100% Lugia, aber der Fangtrick funktioniert nicht. Habe ich noch nicht gesehen. Ist das drin geblieben? Ist das geflohen? Vielleicht ist das das Bild vom Schilling, ich weiß es nicht. Aber ist bestimmt vielen schon ein 100er geflohen. Danke für die Abschlussrates. Shania bedankt sich auch noch für ihr gutes Shiny. Hat hier noch ein Nuller Farbigel mit reingepackt. Ich habe viele Nuller Pokémon bekommen, habe die aber trotzdem alle irgendwie mal rausgelassen. Aber ich finde, ein Nuller Farbigel, das ist schon was Besonderes. Weil dann kriegst du ja nur aus der Fotobomb. Also das ist genial. Lukas hier nach 6 Raids 100%. Hat er schon ein bisschen dran rumgefummelt, wie man sieht. Ist jetzt auf 2327. Glückwunsch natürlich. Grüße gehen raus. Reflex auch hier. Shiny Ditto mitgenommen. Charlene Löwe. Shiny Formeo. Regenwetter kann auch was Schillerndes bringen. Und manch eine Hydrobi hat einfach keinen Bock. Da war noch ein Nuller Hydrobi dabei. Das habe ich hoch weggelassen. Und jetzt haben wir hier das Shiny Regen Formeo. Selal schiebt noch ein Shiny Habitat hinterher. Biala 100% Krypto. Stolunio habt ihr auch schon ein 100% Krypto Pokémon. Ja, nein, vielleicht schreibt es mal in die Kommentare. Koselinchen schiebt noch ein Porenda hinterher, aus dem Ei bekommen. Shiny Gala Porenda gebrütet. Elke mit dem 100% Tauboga hat jetzt auch ihre Familie voll. Tauboga, Taubos und Lassen. Wer kennt ihn nicht? Den Lasse, den Kleinen. Dann hier noch Shiny Sengo mitgenommen. Shiny Driftlon. Lennart mit einem Shiny Flunschlick. Gebrütet als 98%iges, ja, hat er sich auch riesig gefreut. Thomas Bo zeigt uns ein Shiny Lugia als Best Buddy mit 3688. Aber es sieht nicht aus wie ein Lugia. Heiko, täglicher Spawn. Ihr wisst, jeden Tag bekommt ihr einen täglichen Spawn, ein Pokémon, was beim Öffnen der App erscheint. Bei ihm war es hier ein Felino.
Und es war einfach ein hundertprozentiges, das auch natürlich richtig cool. Brainy stellt da hier nochmal Shiny Habitat hinterher. Dann habe ich wieder was bei Instagram geschickt bekommen. Ich habe gesagt, bei Instagram nehme ich eigentlich nichts mehr an, weil man da die Namen nicht sieht, wer das geschickt hat. Ich habe es trotzdem mal mit rein, damit ihr seht, dass das mit Instagram einfach total kacke ist. 100% Geronimats, Glückwunsch an unbekannte Person Nummer 11. Und das ist auch von Instagram, aber das ist irgendwie anders geschickt. Keine Ahnung, auf wie viele Arten und Weisen man bei Instagram Bilder schicken kann, weil da steht Name dran, Alex. Und Alex, da sage ich nicht Glückwunsch, sondern Rest in Peace, denn dem ist auch ein 100% Lugia geflüchtet. Also doch Glückwunsch. Lennart, Ramses, Glücksfreunde. Das heißt, Lennart heute 16 Uhr am Kiosk. Wir treffen uns, bringt Bier mit. Das ist Spaß. Also ich werde heute meinen Glückstausch mit Lennart wieder machen. Momentan bin ich auf Riolo oder Giratine oder Terrakium suche noch als 100er. Das waren jetzt auch die Highlights. Und jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche ist diesmal wirklich was ganz Besonderes, was ich noch nie gesehen habe, beziehungsweise kenne ich niemanden, der ein Shiny Lucha Libre bzw. Wrestler Pikachu hat. Und schon gar nicht kenne ich jemanden, der eins hat und es wegtauscht. Und schon gar nicht kenne ich eins, der es hat, es wegtauscht, es dabei lucky wird. Und schon gar nicht kenne ich einen, der eins hat, es wegtauscht, es lucky wird und 100% bekommt. Also der Empfänger müsste jetzt der glücklichste Mensch der Welt sein, obwohl ich hätte mich tierisch geärgert, wenn das lucky wird. Ihr wisst, wie ich zu Luckys stehe, gerade bei Pikachus. Wenn ich einen Lucky Shiny Pikachu habe, da habe ich die immer weggeschickt. Und das Pikachu ist einfach so mega selten, meiner Meinung nach, als Shiny aus der Go Battle League Rang 24. Hat nicht jeder, kriegt nicht jeder, kommt nicht jeder hin, dann ist es nicht garantiert, dass das Shiny wird und so weiter. Hier 100% Wrestler Pikachu als Glücks-Pokémon getauscht. Das ist, auch wenn ich es komplett hässlich finde, die 100% wären mir komplett egal. Das Lucky finde ich richtig scheiße. Ich möchte ein Wrestler Pikachu als schillerndes Pokémon, dann bin ich glücklich. Aber trotzdem ist das eine krasse Sache. Meine Vorlieben muss ich weglassen, ist eine krasse Sache. Wurde gepostet hier von Pengrui auf Twitter. Trainer Level 50, ne? Freut sich und haben wir auch nur gesehen, weil es der Luca nämlich in den Fanchat gepostet hat. Das hat er nicht direkt an mich geschickt. Pengrui hat das auch nicht an mich geschickt. Aber ich fand, das war so eine brutale, heftige Sache. Da nur 500 Mitglieder im Fanchat sind, wollte ich das hier nochmal zeigen, dass das auch jeder sieht oder jeder mitkriegt. 100% Schlundo. Shiny, Lucky, 100% Lucha Libre Wrestler Pikachu. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns heute Abend in der Raid Mania und ihr ladet hoffentlich fleißig ein. Mal gucken, was da noch so geht. Vielleicht mache ich es wie Hannes. Gönn mir auch noch ein 100% Shiny Lugia. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.